Im August dieses Jahres übergab NASA-Administrator Bill Nelson den vermutlich kleinsten Scheck der NASA-Geschichte. Und zwar in Höhe von 10 Cent an das Startup Luna Outpost. Natürlich ist der Betrag symbolisch. Das Startup wollte eigentlich das Zehnfache, also einen ganzen US-Dollar haben, aber das war dann wohl zu viel verlangt. Dieser Mini-Betrag sollte das Interesse der NASA zum Ausdruck bringen, irgendwann einmal Rohstoffe im All und auf dem Mond zu schürfen. Der Scheck zeigte Wirkung, denn Luna Outpost holte sich mit dieser Absichtserklärung Investitionen in Höhe von 12 Millionen US-Dollar. Das müsste dann einem Hebelfaktor von 120 Millionen entsprechen. Große Wirkung. Neben Luna Outpost sind auch einige andere Unternehmen auf die Bildfläche getreten, die alle versprechen, Asteroidenabbau Realität werden zu lassen. Das gut informierte Mars-Chroniken-Publikum weiß, dass solche Unternehmen keine Neuheit sind. In der Vergangenheit hat es unzählige Unternehmen gegeben, die Ähnliches vorhatten und gescheitert sind. Was unterscheidet also die neuen Startups von den gescheiterten Vorhaben der Vergangenheit? Und wie war das noch einmal genau? Da gibt es doch diesen komischen Weltraumvertrag von 1967, der es verbietet, Eigentumsansprüche im Weltraum zu erheben. Damit wir die aktuelle Situation richtig verstehen, müssen wir erst einmal schauen, aus welchen Gründen die bisherigen Unternehmen gescheitert sind. Die Gründe sind so vielfältig wie die Ansätze, die man verfolgte. Zum Teil waren die Vorhaben für diese Phase zu ambitioniert, also zu groß, was sich häufig auch damit deckt, dass das Vorhaben enormes Kapital erfordert. Denn bis solche Projekte gewinnbringend funktionieren, vergeht viel Zeit. Also ist es unglaublich schwer, große Investoren für unsichere Gigaprojekte zu akquirieren. Darin unterscheidet sich zum Beispiel Astroforge. Sie wollen in kleinen Schritten ihre Technologie demonstrieren und im letzten Schritt wertvolle Stoffe aus Asteroiden holen. Sie wurden von SpaceX und Virgin Galactic Abgängern gegründet. Dabei gehen sie so vor, dass sie den Asteroiden verdampfen. Diese Wolke wird ionisiert und eingefangen. So zumindest die kurze Erklärung. Jedenfalls unterscheiden sie sich durch die Größe ihres Vorhabens. Mit einer Kapitalspritze von 23 Millionen US-Dollar und der immer weiter voranschreitenden Standardisierung von Satellitenbauteilen können sie schon einmal arbeiten. Es sind nun 4 Missionen zu je 2 Jahren geplant. Die erste Mission soll beweisen, dass sie in 0G Platin extrahieren können. 2 Jahre lang wird dieser Demonstrator Platin aus einem künstlichen Asteroiden extrahieren. Mission 2 soll zeigen, dass sie auch zu einem Asteroiden kommen. Dabei werden die Navigationsfähigkeiten verbessert. Dafür möchten sie einen erdnahen Asteroiden besuchen. Die dritte Mission soll die tatsächliche Extraktion der Rohstoffe demonstrieren. Wir sind hier übrigens schon Anfang der 2030er. Und erst hier ist die erste vollständig mit verschiedenen Armen und anderen Instrumenten integrierte Mission geplant. Echt schwer vorherzusagen, was daraus wird. Was denkst du? Schreib es mir in die Kommentare. Aber warte mal, gibt es nicht eigentlich ein UN-Abkommen, das genau das verbietet? Und doch. Aber was bedeutet das schon, wenn der Präsident der Vereinigten Staaten von A, Barack Obama, 2015 US-Unternehmen genehmigt, im All geschürfte Rohstoffe zu behalten? Japan, Luxemburg und die Vereinigten Arabischen Emirate haben übrigens auch schon dementsprechende Gesetze. Der sogenannte Outer Space Treaty von 1967 wurde zu einer anderen Zeit geschrieben, in der es niemand für möglich gehalten hat, so ein Vorhaben überhaupt umzusetzen. Der Weltraum darf nicht nur einige wenige reich machen. Es sollten alle davon profitieren. Deswegen bin ich froh, dass dieses Thema sowohl in der NASA als auch bei der ESA hohe Priorität hat. Erst vor einigen Wochen schlug die DART-Sonde mit der Größe eines Kühlschranks in den Asteroiden Dimorphos, um zu testen, ob wir die Umlaufbahn eines Asteroiden verändern können. Spoiler-Alarm, ja können wir. Die ESA hat jetzt das Budget für die Hera-Mission sichergestellt, die diesen Einschlag aus der Nähe untersuchen wird. Denn erst aus der Nähe können wir den Einschlag wirklich verstehen. Erst Hera wird eine präzise Berechnung der Bahnveränderung erlauben. Nicht nur die DART-Mission, sondern auch zahlreiche andere haben unter Beweis gestellt, dass wir Asteroiden und Kometen nicht nur besuchen, sondern auch ihre Umlaufbahnen manipulieren können. Das könnte relevant werden, wenn wir einen entdecken, der auf uns zurast. Viel eher wird es relevant, wenn private Unternehmen versuchen, diese ganz bewusst in die Nähe der Erde zu bringen und irgendwo in einem Lagrange-Punkt zu parken. Klingt schwer dystopisch, wenn du mich fragst.
aber auch unglaublich aufregend, dass wir hier ernsthaft über solche Dinge reden. Ich möchte dann nicht haben, dass einer dieser Asteroiden auf die Erde stürzt aus Versehen. Das kann auch gewaltig in die Hose gehen. Warum? Nun, solche Asteroiden gibt es in allen Formen und Farben. Während einige aus einem oder wenigen Klumpen bestehen, bestehen andere aus einer Ansammlung von Geröll in allen Größen. Und so eine Geröllwolke sollte im Orbit nicht außer Kontrolle geraten. Da mache ich mir weniger Sorgen um die Erde, weil wir von der Atmosphäre geschützt sind bis zu einem gewissen Grad, sondern um die Stationen und Satelliten im Orbit. Und hier wären wir wieder dabei. Es muss fair reguliert sein. Aber noch einmal kurz zurück zum Abkommen von 67. Ich sage es ungern, aber ich glaube, es muss überarbeitet werden, denn in dieser Form ist es nicht wirklich realistisch umsetzbar. Die Artemis Accords sind ein solcher Versuch, die meisten Player des internationalen Parketts ins Boot zu holen und das Abkommen von 67 zu ersetzen. Mit 21 Mitgliedstaaten sind sie schon einmal ganz gut unterwegs. Frankreich und Italien sind natürlich dabei, Deutschland, Österreich und die Schweiz nicht. Zumindest noch nicht, denn die NASA sucht aktiv nach Mitstreitern. Die einzige Lösung für das Dilemma ist eine internationale Plattform bzw. Institution, die solche Aktivitäten reguliert. Da bietet sich die UNOSA ganz gut an. Bräuchte den einen oder anderen Schliff, aber das könnte funktionieren. Wenn jeder seine eigenen Gesetze hat, kann das schnell zu Missverständnissen führen. Allein für die Sicherheit, also dass nicht jemand auf deinem Habitat landet aus Versehen, sollte man schon alle Aktivitäten regulieren. Denn der Stein ist bei den großen Raumfahrtnationen schon im Rollen und ich glaube auch nicht mehr aufzuhalten. Deswegen sollte man joinen und helfen, dass Raumfahrt nicht nur ein Privileg weniger Menschen bleibt. Bevor wir schauen, welche Missionen auf der Falcon 9 gestartet sind, um genau dieses Problem zu adressieren, möchte ich noch gerne über den Sponsor der heutigen Sendung, HelloFresh, reden. HelloFresh hilft uns jede Woche, unseren Alltag entspannter zu gestalten, indem sie uns mit unserem Essen helfen. Das funktioniert unglaublich einfach. Dafür suchst du dir nur über die App oder über die Website deine Rezepte aus, bestimmst, wann sie geliefert werden und dann passiert das auch. Ich muss ehrlich sagen, ich war anfangs sehr skeptisch, aber es ist wirklich unkompliziert und was mich am meisten begeistert hat, waren die leckeren Rezepte. Selbst bei ausgefalleneren Speisen bekommst du alle Zutaten in der richtigen Menge zugeschickt. So bleibt dir nach dem Kochen keine Viertel Zucchini oder ein Drittel Becher Joghurt übrig. Du kannst natürlich selbst bestimmen, wie oft und für wie viele Leute du kochen möchtest. Dabei kannst du jede Woche aus 30 Rezepten deine Lieblingsgerichte aussuchen. Und mit der recycelbaren und nachhaltigen Verpackung sowie der klimaneutralen Lieferung kannst du dein Essen ohne schlechtes Gewissen genießen. Auch in den Rezepten kommen keine künstlichen Farbstoffe, Aromen oder Glutamate vor. Mit dem Code und dem Link in der Videobeschreibung bekommst du nicht nur einen Rabatt, sondern unterstützt auch noch Mars-Chroniken und sparst dir Zeit und Geld. Also schlag gleich zu und lass dir das Angebot nicht entgehen. In diesem Zusammenhang startete im Juli 2019 eine Mission auf einer Falcon 9. Hier wurden eine Reihe Experimente zur ISS gebracht, die biologisches Material drucken können. Sogenannte Bioprinter erfüllen aktuell eher rudimentäre Zwecke, aber in Zukunft soll es damit möglich sein, ganze Organe zu drucken. Das ist jetzt extrem vereinfacht dargestellt, aber stell dir ein paar solcher Drucker auf einem Asteroiden vor und du hast ein Krankenhaus. Sorry für den schlechten Joke, aber der Nutzen solcher Bioprinter liegt nicht nur in ferner Zukunft. Man wird mit Sicherheit vielen Menschen helfen können, die hier auf der Erde auf Organspenden warten. Und in der Schwerelosigkeit ist es einfacher, das Gewebe zu drucken, ohne dass es wegen der Erdanziehungskraft kollabiert, bevor es fertig ist. Auf der Erde muss man sich mit stützenden Gerüsten behelfen. Wer einen 3D-Drucker zu Hause hat, weiß, was ich meine. Das Ziel ist es jetzt, diese Technologie so weit ausreifen zu lassen, bis man Gewebe oder Organe kultivieren und so erhalten kann, dass man sie zur Erde schicken kann. Wenn das gelingt, dann ist es ein riesiger Durchbruch. Was würde in so einem Szenario eigentlich passieren? Ich glaube, einige Unternehmen würden sich goldrauschartig darauf stürzen. Aber ist nicht das heutige Thema. Schreib mir in die Kommentare, was du dazu sagst. Biomaterialien sind übrigens nicht die einzigen exotischen Baumaterialien, die in den Druckern der ISS verwendet werden. Mehr dazu findest du in diesem Video hier. Ein weiterer Unterschied zwischen den alten und den neuen Vorhaben ist, dass Starship in Aussicht steht. Das wird es vielen von diesen neuen Startups ermöglichen, ihre Nutzlasten für günstig ins All zu bringen.
Daher habe ich das Gefühl, dass dieses Ökosystem gerade mit einem neuen Selbstbewusstsein an dieser Sache arbeitet. Neben Platin interessiert sich die Industrie aber auch für Glasfaserkabel in der Schwerelosigkeit herzustellen. Denn das erlaubt es anscheinend, viel reinere Fasern herzustellen. Trotz Space Age übertragen wir heute noch immer die meisten unserer Daten über solche Glasfasern. Auch die US Air Force hat großes Interesse an diesen Kabeln gezeigt. Deswegen forschen sie schon seit mehreren Jahren daran. Aber bis dieses sogenannte Sieblen in Massen im Orbit hergestellt werden kann, vergehen wohl noch viele weitere Jahre. Aus heutiger Sicht klingt das irgendwie hirnrissig, seine Fabrik im All aufzustellen bzw. zu platzieren. Also es ist schon gut zu erkennen, in welche Richtung das Ganze geht. Aber mit einem Kilopreis zum Mond von 70.000 US-Dollar mit der SLS der NASA wird man nicht drum herum kommen, sein Zeug vor Ort herzustellen. Wie unzählige Startups, aber auch die NASA, die ESA und andere Nationen an Möglichkeiten arbeiten, auf dem Mond und anderen Himmelskörpern Unterkünfte robotisch herzustellen, kläre ich in einem anderen Video. Das packe ich dir hier in den Abspann. Robotische Herstellung ist auch das Motto des nächsten Unternehmens. On-Orbit Servicing, Assembly and Manufacturing 2, oder auch bekannt als Arkinaut, ist ein solcher Versuch, die Tyrannei der Nutzlastverkleidung zu umgehen und seine gigantischen Solarzellen selbst im Orbit herzustellen. Dazu sind ein 3D-Drucker und ein robotischer Arm im Satellitenbus verbaut. Wenn das funktioniert, dann finden sich garantiert unzählige Abnehmer für ein derartig verrückt geiles Produkt. In weiterer Folge möchten sie ganze Satelliten im Orbit herstellen und die gesamte Rakete umgehen. Vorausgesetzt, man findet die passenden Rohstoffe in der Nähe. Sie haben bereits 20 Millionen US-Dollar von der NASA für ihre Arbeit erhalten. Dabei ist das Schwierigste nicht, einen Asteroiden zu finden, sondern den richtigen aus den unzähligen Asteroiden und Kometenschweifen ausfindig zu machen und zu isolieren. Tatsächlich passiert die Erde mehrmals im Jahr solche Meteoritenfelder, die manchmal einfach nur der gigantische Schweif von Kometen sind. So zum Beispiel die Tauriden, die wir jedes Jahr im November und Juni passieren. Dort sind uns rund 200 Objekte bekannt, die einen Durchmesser von einem Kilometer oder mehr haben. Aber um diese Asteroiden abzubauen, werden Solarzellen allein nicht reichen. Obwohl das schon einen großen und wichtigen Meilenstein darstellt, denn das würde eine Basis für eine autarke Energieversorgung legen. Aus den Rohstoffen eines Asteroiden könnte man Raumstationen in gigantischen Maßstäben bauen. In der Schwerelosigkeit für die Schwerelosigkeit. Die Emiratis planen auch eine dreijährige Mission, die 2030 starten soll und insgesamt 7 Asteroiden im Asteroidengürtel unter die Lupe nimmt, bevor sie in den letzten stürzt. Klar gibt es hier wissenschaftliche Interessen, aber man müsste schon sehr naiv sein, um zu glauben, dass das Wissen über diese Asteroiden nicht auch für kommerzielle Zwecke genutzt wird. Ist ja auch okay, aber wie gesagt, wir müssen einen Weg finden, wie alle davon profitieren können. Aber hier darf man die Interessen Chinas und Japans nicht außer Acht lassen. China betreibt nun eine der 2 dauerhaft besetzten Raumstationen im niedrigen Erdorbit. Das ist eine gewaltige Leistung. Und die machen das garantiert nicht nur zum Vergnügen und für die wissenschaftlichen Ergebnisse. Die chinesische Raumstation Tianhe wird mit einem eigenen Teleskop ausgestattet sein, welches ausgesendet und auf der Station gewartet werden kann. Dieses Teleskop soll etwas so leistungsstark sein wie das Hubble, wird aber mehr können, da die Technik seit Hubble einige Sprünge gemacht hat. Worauf ich hinaus will ist, wer sagt eigentlich, dass dieses Teleskop nicht auch für das Auskundschaften von Asteroiden verwendet werden kann? Ich glaube nämlich, dass China hier gewaltige Ambitionen hat. Wer auch immer der erste Billionär wird, wird sein Geld mit Asteroiden verdient haben. Das sagt Neil deGrasse Tyson voraus. Kann schon verstehen, warum er so etwas sagt. Ein einziger mittelgroßer Brocken kann schon Leute reich machen. Anfangs wird es nur für ganz bestimmte Rohstoffe Sinn machen, sie auf die Erde zu schicken. Später wird das ein brummendes Business. Ich denke da an das Zeitalter der Weltraumaufzüge. Dazu übrigens auch ein Video in der Videobeschreibung unten. Egal was ist, es sollte zumindest Wasser in der einen oder anderen Form vorhanden sein. Denn daraus können wir Treibstoff für Menschen und für unsere Raumschiffe machen. Und nur damit ich es genannt habe. Alle reden davon, dass Helium-3 eine ganz große Rolle spielen wird. Ich kann leider nicht beurteilen, ob wir tatsächlich eine Knappheit haben. Die NASA hat TransAstra noch einige Millionen für ihre Entwicklung gegeben, aber von denen gibt es noch nicht viel zu sehen. Die verwenden übrigens auch ein unter Anführungszeichen tragbares Teleskop in ihrem Konzept.
ähnlich wie ich es von den Chinesen vermute. Und das sind noch lange nicht alle. Es tauchen immer mehr Unternehmen auf, die sich mit Asteroiden auseinandersetzen. Meine Lieben, das könnte schneller gehen, als man denkt. 10 Jahre vergehen im Handumdrehen. Wenn dir die Ausgabe gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du mich mit einer Kanal- oder Patreon-Mitgliedschaft oder einem Super Thanks unter dem Video unterstützen möchtest. Danke dir. Mein Name ist Sirwan. Danke fürs Einschalten. Peraspera ad Astra.